Ist halt mal wieder eine 2-Opt-Starterhand, die kann man eigentlich nicht mulligen. Gegner fängt halt an, das hat das, was mir ein bisschen Sorge macht. Dass es ein Mono-Red-Deck ist. Boah, dann haben wir Runde 2, Scorching Dragonfire. Wir haben keine getappten Länder. Können wir zumindest, haben wir eine Chance. Wir können mit den Opts versuchen, unsere Sweeper zu finden. Also gucken wir mal. Ah, okay. Oh. Dann spielen wir mal das getappte Land. Gedrick behalten wir auf jeden Fall. Den brauchen wir spätestens im Midgame. Gut, dann opten wir doch mal. Der ist nicht so gut im Matchup. Der schon eher. Dann haben wir genug. Ziehen wir bestimmt auch noch ein paar. Genau so. Das soll nicht unbedingt oben lassen. Das ist eine Karte, die wäre gegen Mono Red gut gewesen. Aber nicht wirklich im Matchup. So, der macht jetzt irgendwas. End of Turn, wahrscheinlich Fabled Passage. Jetzt zeigt sich halt, ob er das Control Deck ist oder das Fires of Invention. Wenn er jetzt einen Mountain sich raussucht, dann ist das höchstwahrscheinlich Fires of Invention. Swamp. Ah, okay, dann ist es Control Deck. Dreifarbig. Interesting. Mit Ashiok wahrscheinlich. Thought Erasure. Countern wir einfach aus dem Grund, wir haben sonst unser Mana nicht benutzt. Er weiß dann unsere Hand und kann sich besser positionieren und hätte höchstwahrscheinlich eh den Counterspell genommen. So, wenn er jetzt nichts spielt in seiner Main Phase, dann versuchen wir mit A3-1 mal aufs Board zu kommen. Genau, so, damit wir halt wenigstens ein bisschen Pressure haben. Gut, so. Am besten für uns wäre jetzt, wenn er für einen Ashiok austappen würde oder ein Land legen würde und den 3-5er. Teferi ist natürlich nicht so geil. Kann man, vielleicht hat er einen Counterspell? Wenn ja, würde er austappen auch. Ja. Okay, bounced uns wahrscheinlich den Borrower. Und dann können wir drei Karten ziehen mit Gedrick. Oh, nevermind, der bounced nicht. Dann ziehen wir trotzdem drei Karten. Ich denke, er macht plus eins. Er kann ja nichts anderes machen und hat Mass Removal auf der Hand. Was auch nicht so weiter schlimm ist, weil das ist ein 2-for-1 und wir haben jetzt aber gerade alleine durch den drei Karten gezogen. Warum auch immer der das nicht in seiner Runde gemacht hat. Dann machen wir mal das. Weil jetzt können wir wieder Instant Speed arbeiten. Haben Cutthroat. Und Negate und Quench offen. Jetzt haben wir mal zwei extra, jetzt muss er noch einen haben. Oder auch nicht, hat es einfach so gemacht. Gut. Here we go. Teferi Time Reveler. Den countern wir mal, kriegen dafür eine Marke. Wenn er zurückcountert, haben wir noch Quench. Okay, Dovins Veto auf unser Negate. Das ist okay, das resolved. Und dann quenchen wir sein Teferi. So quencht man, mein Freund. Oh, noch ein Gedrick, okay. Das heißt, wir greifen jetzt für 4 an und ziehen dann 5 Karten. Das heißt, selbst wenn er Mass Removal hat, ist das nicht weiter schlimm. Fabled Passage, wir wollen nicht mehr viel mehr Länder ziehen. Das heißt, wir suchen uns eins raus aus dem Deck. Aber es ist eh over, das Game. Das war das, was ich gerade eben meinte mit dem guten, gutes Matchup gegen Control Decks, weil wir konnten halt wieder aussuchen, wann wollen wir kämpfen, wann wollen wir nicht kämpfen.
Wenn er in seiner Main Phase Mana ausgibt, dann können wir ihn dazu zwingen, den Rest auszugeben. Dann haben wir in unserer nächsten Main Phase Zeit halt und ja, ungeschützt quasi Karten zu spielen. Und genau. Das ist eigentlich auch schon alles. So, das sieht nach einer guten Hybridhand aus. Ein paar gute Karten für Mono Red, ein paar gute Karten für Control. Warum fängt eigentlich immer der Gegner an? Oh, da ist Mono Red. Okay, wir müssen bis Runde 3 überleben, obwohl wir haben auch noch Runde 2 Bone Crusher. Also eigentlich ist unsere Hand sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was der Gegner macht. Nicht viel, das ist noch besser. Weil der Bone Crusher Giant ist richtig gut. Sowohl die vordere Hälfte, removed eine Kreatur von ihm, als auch die hintere Hälfte. Dann zerstören wir jetzt mal den in Response, dann kriegt er keinen Token. Das Einzige, was ein bisschen Sorgen macht, ist das Embercleave. Dass er Embercleave spielt. Behalten wir sogar lieber. Dementsprechend versuchen wir ihm jetzt so viele Kreaturen wie möglich vom Board zu nehmen, damit er halt nicht die Vergünstigung kriegt. Für jede Attacking Creature kostet das ja eins weniger. Also wenn er keine Kreaturen hat, dann bring ihm auch Embercleave, bringt ihm dann nichts. Ich denke, wir spielen diese Runde den Bone Crusher. Und wenn er angreift, wissen wir, er hat Embercleave. Ah, oh, nevermind. Okay, gut. Könnte jetzt angreifen, dann würden wir traden, aber das ist eigentlich ein schlechter Trade für ihn. Deswegen nehmen wir den. Wir nehmen, was wir kriegen. So, so stellen wir mal Anex. Wow, ich hätte eigentlich gerne ein Land gehabt, aber dann machen wir das so. Jetzt könnte er Embercleave spielen, diese Runde. Wenn er mit beiden angreift, kann er für sein gesamtes Mana Embercleave. Ja, der dritte Anex, okay. Fervent Champion. Eins, zwei, eins, zwei. Das geht alles in seinem Zug. Gut. Gucken wir mal, ob er noch was spielt vor den Attackern. Okay. Da kriegt er jetzt eine Menge Token. Aber zumindest das größte Risiko ist vorbei. Ich glaube, er kriegt 4. 3. Wir sind doch 4, aber wir haben noch mal einmal Mass Removal. Das machen wir nochmal. Die Wahrscheinlichkeit, dass er noch einen Anex hat, ist sehr gering. Oh ja, und wir wollen auf jeden Fall noch ein Land, dass wir das spielen können. Okay, jetzt da wir nur diese Runde nichts Großes haben. Das ist okay, der tradet gegen den Bone Crusher. Okay. Langsam sollten wir in einer vernünftigen Position sein. Greift an. Eventuell versucht er Embercleave zu spielen, dafür haben wir aber Negate offen. Ja. Okay. Und damit sieht es für uns gut aus, weil er hat keine Karten mehr in der Hand, keine Karten mehr auf dem Feld. Wir haben noch drei Karten auf der Hand. Und er concedet sogar einfach. Okay. Deswegen haben wir die Sweeper da drin, damit die schön gegen Mono Red mal das Feld aufräumen können. Klapperdopper heißt unser Gegner. Puh, Gegner fängt schon wieder an. Ich bin eigentlich kein großer Fan von dieser Hand. Die macht nämlich nichts, bis wir Mana haben. Die ist etwas besser. Ich denke, wir nehmen Opt raus.
Frage ist, ob wir Stevens spielen oder Fabled Passage. Das ist eigentlich nur noch das Problem, wenn wir kein drittes Land ziehen, ist, sollten wir jetzt Fabled Passage spielen. Aber ansonsten ist Stevens die bessere Option. Also ich vertraue einfach mal darauf, dass wir jetzt noch ein Land ziehen im Laufe der nächsten zwei Züge. Coxa! Das ist scheiße. Okay, perfekt, da ist das Land. Croxa ist nämlich, je mehr Cards wir traden, umso mehr Advantage kriegt der Gegner. Also jetzt ein Land zu viel. Mal langsam auch mal irgendwie was anderes ziehen außer Länder. Zum Witch's Oven kontern wir auf jeden Fall, weil der ist eine Keycard in seinem Deck. Wow. Die 1-2 macht erstmal nichts. Woe Strider. Den Sponsor darauf zerstören wir mal den 1-2, den kann er nämlich sonst opfern. So. Das ist noch ein rotes Mana. Diesmal können wir leider nichts machen gegen den Witch's Oven. Ich hatte gehofft, dass er nicht noch eins zieht. Wer hat jetzt auch noch den Familiar? Oh, okay. Und ein Familiar. Flame the Firstborn, okay. Fünf Karten seinem Friedhof, eine Karte noch mehr, dann kann er Croxa wiederholen. Und das ist sehr ungünstig für uns dann. Dafür haben wir aber dann den Counterspell. Okay, das ist gut für uns. Wenn er jetzt nämlich den Woe Strider spielt, dann muss er dafür andere Karten aus seinem Friedhof exilen und dafür muss er sogar Croxa exilen dann. Dementsprechend würde er das nämlich nicht machen. Habe ich mir schon fast gedacht. Block und Sacrifice, ja, ja. Zeit? Ah, okay. Midnight Reaper. Ist okay. Das war nicht klug, das jetzt zu machen. Nicht drüber nachgedacht. Hätten wir bis in seinem Endstep gemacht, weil jetzt kann er den opfern. Und wenn er eine Karte für 2 Mana zieht, kann er die noch spielen. Nicht drüber nachgedacht. Okay. Okay. Gatwick wäre jetzt geil zu ziehen. Wäre auch wichtig, dass wir den irgendwann ziehen. Bei nächster Runde können wir noch was countern und die Runde danach haben wir ein Problem. Sacrifice the Mount Food. Vollkommen in Ordnung.
Ich denke, jetzt kommt Kroxa. Exile 5 Karten. Lässt den Ghostrider im Friedhof drin. Okay, und dann countern wir das mal. Mal gespannt. Hat er was für 2 Mana gezogen? Ne, ein Land. Okay. So. Und jetzt muss er gucken, dass wir Pressure an den Gegner. Weil wie gesagt, je länger das Spiel geht, sind wir erstmal sicher. Aber. Also sicher vor den Karten in seinem Friedhof, weil er nicht genug im Friedhof hat, aber wir müssen jetzt auch das Game beenden. Wenn er jetzt nichts Großartiges zieht, hat er. Das ist eigentlich gut für ihn. 4, 7, okay, er geht auf ein Leben runter, wo er hat noch einen Token. Gucken wir mal, ob wir irgendwas finden, was ihm Schaden macht. Nö. Leider nur ein Negate. Und damit fängt er an, sich wieder hoch zu leechen und kann uns blocken. Das ist ungünstig für uns. Aber immerhin musste er den Midnight Reaper rausknallen, weil das wäre sonst richtig schlecht für uns geworden. Er hätte nämlich bei jedem Durchgang eine Karte ziehen dürfen. Dann hätte er zwar kein Life gegaint. Aha! Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Ziehen wir mal 4 Karten. In der Hoffnung, noch ein Gatwick zu ziehen. Oder ein blaues Land und ein Opt. Perfekt. Und dann können wir sagen, das war dumm. Ich hätte den Ofen tappen müssen. Habe ich so schnell reagiert. Aber jetzt kann er ja doch blocken. Das war doof. Aber auch wenn ich den Ofen getappt hätte, es hätte nichts geändert. Das war nicht intelligent. Blast Zone. Ist eigentlich gut, aber nicht gut genug. Scheiße. Ah doch, das war richtig, weil wenn er jetzt blockt, hat er keinen. Na, er hat jetzt keinen Food mehr. Karte an der Friedhof 4. Ah, shit. Das bringt ihm leider Karten in den Friedhof und den kann er opfern, um sich den Familie wieder zu holen. Ich denke, obwohl wenn er Kroxa spielt, muss er die beide exilen. Wenn er Wolfstrider spielt, muss er Kroxa exilen. Vor other cards. Oder den Familiar. Muss er einen von beiden exilen. Was hat er exiled? Kroxa, okay. Seems good. Noch ein Gatwick. Wir chillen erstmal eine Runde. So, wir hoffen, dass er einen Non-Creature-Spell jetzt noch spielt, irgendwie. Jetzt sind wir einfach wieder beide auf 11, das ist so dreckig. Diese Combo, Familie plus Oven, ist so dreckig. Greif mich an. Traut er sich nicht. Okay, schau denn. Sagen, du darfst nicht blocken. Lauf mal an, gucken, was passiert. Die traden, das ist in Ordnung. Der blockt einen weg. Und du kriegst 3 Schaden. Okay. Ja, noch besser für uns.
Das hatten wir gehofft, dass der den Gedrick umhaut, weil wir ja einen neuen Gedrick haben. So, wir können jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Karten ziehen. Und haben dann immer noch entweder Negate oder den Cutthroat offen. Okay, nice. Das ist auch eine richtig ekelhafte Combo. Hat der genug? Ne, hat lange nicht genug. Ja, dafür müssen wir eine Karte discarden, das ist nicht so schlimm. Einmal Brazen Borer. Frage ist, ob er lang genug jetzt überleben kann. Weil ich sage, dein 5-4er darf weder angreifen noch blocken. Du kriegst den Witches Oven auf die Hand zurück und dein Familie wird getappt. Jetzt holt er sich den wieder. Und dann holzen wir das Ding um. Oder wir lassen es so, das ist auch in Ordnung. Nee, wir müssen Pressure machen. Das heißt, du kriegst jetzt 10 Schaden, bis auf 12. Fuck! Wir hätten einfach töten können. Wir hätten einfach die 10 Schaden durchlassen können und dann, wenn er sich den versucht wiederzuholen, hätten wir. Obwohl, der hat ja noch Mana offen, um so einen Food zu opfern. Okay. Aber 1 zu 3, 1 zu 2. Okay, wir können. Nächste Runde können wir ihm alles wegtappen. Also, er darf nur nicht 8 Mal seine Familie opfern. Beziehungsweise 7 Mal jetzt nur noch. Dann sollte alles gut sein. Ich denke, das sieht gut aus. Du darfst nicht angreifen, du darfst nicht blocken. Noch ein Wolf Strider. Ist in Ordnung. Was passiert? Wenn du mich angreifen willst, darfst du das? Nein, will er nicht? Okay. So, machen wir das.
Und tappen ihm das hier weg. Okay. Puh. Ah, kurzzeitig nochmal gedacht, was zur Hölle. Vielleicht gewinnt er das nochmal. Aber dann kam rechtzeitig Gedwig. Hat uns erlöst. Okay. Letztes Game. So oder so. Entweder 7 zu 2 oder 6 zu 3. Danach ist auf jeden Fall zu Ende. Gegner fängt schon wieder an. Wir haben 4 Länder. Opt, Ionize, Brazenbauer. Eigentlich sieht es vernünftig aus. Brauchen vielleicht Removal, wenn der Gegner Mono Red mal wieder ist. Och, warum immer Mono Red und warum vor allen Dingen fangen die jedes Mal an? Oh, okay, nice. Das war schon mal mit der beste Draw, den wir machen konnten. Direkt zweimal. Problem ist, der Gegner fängt an. Birgt immer Risiken. Robber of the Rich. Nein, jetzt kriegt er den Bone Crusher. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er den nicht spielen darf. Blast Zone ist auch eigentlich richtig gut gegen Mono Red, weil die sehr, sehr viele One-Drops spielen. Runaway Steamkin. Okay, ein Schaden und Light of the Stage. Ja. Embercleave. Können eigentlich nichts spielen. Aber wenn er ein Land legt und angreift, kann er Embercleave spielen. Das wollen wir nicht, ja. Wir bouncen jetzt mal das Steamkin in seinem Combat, damit er auf keinen Fall Embercleave spielen kann diese Runde und danach ist das auch weg. Das ist also effizient, so als hätten wir es gecountert, weil der es diese Runde nicht spielen kann und das ist halt mit Light of the Stage ist das halt quasi nur für diese eine Runde. So, und jetzt hoffen wir Mass Removal zu finden. Ich spiele noch den einen Mana Dude, hat hoffentlich nichts mehr für einen Mana noch. Obwohl, er hätte ruhig noch was für einen Mana haben können, dann hätten wir Blast Zone alles wegblasten können. Das sieht alles nicht sonderlich gut aus. Frage ist, ob Quench überhaupt noch irgendwas bringt, dieses Game. Ich denke, wir müssen den Bonecrusher spielen. Auf die Gefahr hin, dass er noch ein zweites Embercleave hat, aber das gegen das gewinnen wir eh nicht. Anex? Ist in Ordnung. Noch ein Light up the Stage. Okay, aber ein relativ schlechtes. So, jetzt müssen wir einen unserer Sweeper finden. Okay. Oh. Das ist natürlich ekelhaft. Boah. Come on. Haben wir zwei rote? Wir haben zwei rote. Okay, das heißt, wir wollen nicht noch einen roten. Das ist doof. Eins, zwei, drei. Damit sollten wir eigentlich tot sein, wenn ich das richtig sehe. Der blockt den. Einmal ein anderer Dude blockt den. Nö. Ich hasse Mono Red. Obwohl, das ging jetzt noch, aber halt. Und die bannen halt nie rote Karten. Die bannen Oko und so ein Scheiß, bannen die alles weg. Aber rote Karten werden nie gebannt. Ist das irgendwo eine Bannlist? Kann ich irgendwo sehen, was gebannt ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Band. Verpiss dich. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Oh.
Jetzt hat er mir ganz viele Tabs aufgemacht, das wollte ich nicht. Das will ich alles nicht machen. Nee, will ich nicht, will ich nicht. Gib mir auch Sack. Haben wir ein Pack? Wir haben ein Pack. Ach, nutzlose Karten. Schade, ja, ich hatte gedacht, wenn ich würde mich mal wirklich interessieren, was alles gebannt ist, muss ich mal so gucken. Oder kann ich eigentlich mal gucken. Weil ich glaube, es ist keine rote Karte gebannt. Die Arena Standard Bands. Okay, gucken wir mal. Oh, Once Upon a Time, Veil of Summer. Die Arena Band and Restrict Announcement. Gucken wir uns das mal an. Gibt es hier keine Liste oder was? Es gibt anscheinend keine Liste. Das hier? Ja. Drei, die haben drei grüne Karten gebannt und eine farblose. Tja. Und die roten freuen sich halt darüber. Vor allen Dingen über Oko freuen die sich, weil das halt, der hat live gegaint halt, ne? Ja. Meiner Meinung nach muss an einem Rotdeck was gemacht werden, weil es ist einfach zu stark und es geht einfach zu doll auf den Sack. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem, wir haben ja 6 Siege geholt und haben auch sogar schon einmal gegen Monoret gewonnen, aber das ist halt immer so ein Cointoss. Da musst du wirklich perfekte Karten haben, um dagegen irgendwas zu machen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!